Wir reden nicht über meinen Namen, okay? Cobra 203 69. Die 69 ist so ganz schnell reingequetscht. Cobra 203 69. Cobra 203 war halt schon vergeben. Als ob. Ja, ich hatte ja Probleme. Ja, Leute, willkommen zu Fall Guys Season 6. Nach etlichen Monaten gibt es dieses Update dann doch nochmal. Leider mit ein paar Nachteilen. Ich musste wirklich 3 Stunden Troubleshooting machen. Letzten paar Seasons gab es sowas auch, aber meistens eher so lag es an Mediatonic selbst. Jetzt liegt es an Epic Games, denn man braucht jetzt einen Epic Games Account, um überhaupt das Spiel starten zu können. Das hat nicht nur lange gedauert, einen Account zu machen. Es hat auch lange gedauert, damit Steam erkennt, oh, du hast einen Epic Account. Oh, du hast ja Epic, du kannst ja alles machen, was du willst. Naja, da juckt ja sowieso niemanden. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Season 6. Mitzi weiß auf jeden Fall Bescheid, was es ja alles gibt. Ja. Hier kurzer Einblick zu den neuen Kostümen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Herr Robbe! Oh mein Gott! Ich sag, das ist der beste Skin. Der Flugkommer ist auch. Oh mein Gott! Der Flugkommer! Big Yutus! Ja, fangen wir doch mal an. Okay, fangen wir an. Ich weiß nichts über die neuen Maps. Das ist eigentlich das einzige Neue hier an dem Spiel. Das, gut, seit Mid-Season 5 gibt es ganz viele Tweaks hier und da. Neue, ja, neues Overlay. Das Spiel sieht jetzt mehr aus wie Fortnite, was mir überhaupt nicht gefällt, aber okay. Das Spiel wird auch bald kostenlos. Free-to-play mit Ingame-Käufen, die noch übertriebener sind als sonst immer. Und, ich hab Angst. Totale Schieflage. Renn und balanciere über Reihen von Kreisewippen, um die Ziellinie zu erreichen. Irgendwie sieht der aber aus, also so, ja, es hat seinen eigenen Style, in dem das alles so ein bisschen mehr Lichterketten hat und alles. Aber ich weiß nicht, oh Gott, das Spiel lag bei mir noch. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber jetzt verstehe ich diese Map. Junge, das ist einfach die Wippen, aber es gibt noch mehr Anxiety. Nein! Nein! Wir haben einmal Season. Und das hier ist the cooler Seesaw. The Seesaw and the cooler Seesaw. Okay. Es ist halt wirklich einfach the cooler Seesaw. Mehr ist das nicht. Das macht halt wirklich mehr Spaß, aber weil die Wippen halt sehr balanced sind. Ja, fair und transparent. 1 und 1. Oh nein, oh, man kann einfach drumherum. Hä? Wofür sind die da, wenn man drumherum kann? Okay. Mitzi! Mitzi! Any percent time save. Fall Guys Speedrun. Du. Also, wie gesagt, die Musik ist cool, aber sie ist halt nicht besser als von anderen Seasons. Finde ich. Ich spiele zum Beispiel Fall Guys ohne Ton, aber es klingt ganz schlecht. Herr Apple, die Daphne, komm schon! Ich will es nicht ohne euch schaffen. Was war das im Bumm? Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Nein! Hä? Was gibt mehrere Ziellinien? Oh. Was? Es gibt mehrere Ziellinien? Oh. Ja, es gibt 2 wie bei Seesaw. Max, du bist doch tot. Wir sind doch alle tot. Wir haben alle nicht geschafft. Wir sind alle tot. Warte. Hast du die Memo nicht bekommen? Die Memo. Guck mal in deinen Spam-Ordner. Da ist eine PowerPoint-Präsentation. Hallo Leute, heute zeige ich euch, warum wir es nicht geschafft haben. Wie Sie hier sehen können, wurde ich aus dem Bullshit runtergeschubst und das war echt Bullshit, also, ja. Mike, what the fuck ist dein Skin? Gefällt er dir nicht? Ich hab mich ein bisschen aufgeplustert, nur für dich. Ich mag aber den Hintergrund, der ist sehr schön. Guck mal, da siehst du dieses Huhn, ne? Nee, sehe ich nicht. Wo ist denn das? Und der Mond ist ein Croissant. Dieses Huhn einfach, das war im allerersten Fall Guys Trailer und jetzt ist es endlich im Spiel. Echt? Ja. Okay, ich stelle mich gleich mal lauter. Nach der Runde. Hä, warum ist die Musik jetzt so leise? Das ist ein Glitch, das passiert manchmal. Ja, aber immerhin ist es nicht der gleiche Glitch wie bei Die Wippen, wo einfach die Musik aufhört und man nur die ganze Zeit hört. Ja, ich stell mir das so vor, dass irgendein Fall Guy gegen die Boombox stößt und die dann kaputt geht. Hä? Was? Was war das denn für ein Bild? Partymeile. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Aber was war das denn gerade für ein Bild? Was war denn auf dem Bild? Das war so alles verschwarzt, dann war da so ein Text irgendwie, not available oder sowas. Ich hab das vorhin auch gesehen.
LOL. Das muss ich mal gleich, das muss ich ja gleich nochmal genauer schauen. LOL! LOL, ist aber so eine Pinballmaschine so eine Art. Siehst du diese Röhren da? Oh, ja, einfach wie bei Mario. Und so. diese Glasröhren aus Mario, oder? Genau, die funktionieren genau wie in 3D World. Die hat man sie direkt am Anfang. Alter, die sacken richtig. Komm, let's go. Und? Warte, ich bin nicht drin. Nein, ich bin noch nicht drin. Jetzt. Leute, die Musik. Wieso Bohnen werden wir ausgesucht? So, also ein kleines Kind gibt so ein Euro in die Maschine ein. Und dann wird so ein Fall Guy rausgewühlt. LOL! Das erinnert mich total an die Leaks aus Before Season 1. What? Was? Wo geht's lang? Hä? Ich hab voll die Orientierung verloren. Ich folge einfach den Pfeil. Ey, das ist ja richtig cool. Guck mal, hier an das kannst du dich dran graben und dann kannst du da rüber springen. Als ob. Yo! Wie sick ist das denn? Das ist eins der besten Folgen. Aber wirklich. Und ich übertreibe nicht mal. Das ist halt wirklich richtig originell. Und geschafft. Alter, das war richtig geil. Auch wenn das so kurz war, war das richtig geil. Das spiele ich gerne öfters. Aber das ist so eine Map, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da wirklich verliert. Außer halt, man spielt mit ganz vielen Leuten, die Map auch genauso oft gespielt haben wie du. So, aber ich habe die anderen noch nicht gesehen. Ich habe eine weitere Flugzeit. Bleib in der Punktezone, um Punkte zu erzielen. Wenn du fällst, kehre durch die Röhren zur Punktezone zurück. Das ist die Map, wo ich gesehen habe vorher. Also Pinguine, aber du bist in der Zone, um zu leveln, statt mit den Pinguinen festhalten. Ja, aber du musst halt in möglichst viel in der Luft bleiben. Weil da bewegt sich auch alles Mögliche. Es versucht dich natürlich alles runterzustoßen. Aha. Also es ist schwerer, als es aussieht. Also es sieht cool aus, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Oh mein Gott. Okay, let's go. Nein! Oh, ich bin runtergefallen, was jetzt? Oh, ich bin auch. Wahrscheinlich in die Röhre, oder? Ja. Ist das einfach. Ist das einfach diese Drop-Map aus Minecraft? Wenn du immer weiter runter droppst für Punkte. Ja, ich habe 6%. Was muss ich denn machen für mehr Punkte? In der Zone bleiben. Ach so! In der gelben Zone bleiben. Ach so, jetzt verstehe ich das! Oh! Na ja, gut, dass du mir das nochmal gesagt hast, sonst hätte ich es überhaupt nicht gecheckt. Alter Junge, es sind schon welche fertig. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Da! Alter, ich bin erst 19% durch! Und ich verliere. Mein Gott, ich bin so schlecht. Wo kann man denn überhaupt einmal landen? Ja, bei den Trommeln kannst du richtig einfach fahren, wo ich gerade bin. Wo sind denn die? Wie komme ich denn da hin? Rechte Seite, wenn du spawnst. Boing! Und dann? Boing! 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 Einfach die ganze Zeit drauf stehen bleiben auf dem einen. Alter, ich kann es ja wirklich gut fahren. Oh. Ja, geil! What? Was war das denn gerade für ein Boost? Ah, geschafft! Ich nicht. Oh oh, ich schaff's nicht mehr, Leute. Oh, schade. Röhrenträume, das ist auch andere neue, ne? Finde einen Weg durch die Röhren und um die Ziellinie zu erreichen. Mediatronic in letzter Zeit ziemlich viel 3D World gespielt. Ich glaube, da kommt die Inspiration her. Wir spielen zwar diese Runde jetzt nicht mit, aber wir können ja mal mit die zugucken, wie das abgeht. Okay, das sieht sehr ähnlich aus in der anderen Map. Voll Halla. Ja, komm Mitzi. Just Mitzi, Uhu. Schaffst das. Hier, das sieht schon mal interessant aus. Okay, wie geht das jetzt ab? Das ist halt einfach 3D World alles, oder wie? Guck mal, hier gibt's auch zwei verschiedene Wege. Ja, Max? Du musst so Gameplay zeigen mit dem Röhren und einfach 3D World Musik einfach. Und dann 3D World Gameplay mit Fall Guys Musik. Ja, ja. Die Map ist so ein bisschen so alles Neue, oder? Die Map wirkt auf mich so, als wäre das wirklich alles Neue gerade.
Ja. Guck mal, hier gibt's auch noch diese Wasserballons. Es wirkt eher wie eine Map-Variation statt wie ein neues Level. Aber. Ey, oh! Was war das denn? Oh, der Ballon hat mich getroffen. Abgespritzt! Oh Mann. Und jetzt dein. Nee. Oh! Nö, oh! Alter, wie gemein! Warum grabst du? Du bist ja, ein ekelhafter Grabber mit sich. Ich will nicht, dass du gewinnst. Warum bist du so ein ekelhafter Grabber geworden? Oh shit. Oh, wer wird gewinnen? What? Sagt Junge unter der Fancy Dude. Bitte, du bist zu denen geworden, was wir eigentlich gehabt nein! haben. Ja! Das ist halt wirklich so. Was für die Kamera? Nein, ich will nicht sehen. Das hat Sackjunge gewonnen. Warum kann man bis zur Mitte noch nicht skippen? Hä? Seine Box ist vor allem rumglitschen. Die war gar nicht richtig in seiner Hand. Bei mir nicht, bei mir war alles normal. Bei mir ist einfach wieder gefallen. Vor einem Frame war er nochmal da. Daraus kann man bestimmt einen Creepasser machen. Oh mein Gott, Mike, du bist Kokobai. Nein, wie hieß denn dieses eine Spiel auf dem NES, was so beliebt war? Super Mario Bros. Nein, das ist irgendwie Star Tropical oder sowas. Ich blende es einfach ein, wie ich aussehe. Nessig. Ja, aber es sieht doch voll aus wie ein NES, oder nicht? Ziemlich Nesquik, keine Ahnung, was sagt das? Nesquik. Mike sieht so richtig Rape. Mike sieht so richtig Rape-a-Wave aus wie dieser Palme. Ich will mal diesen Weg hier gehen. Wie geht denn der? Oh, der dreht sich auch nur ein paar Sekunden nur um. Okay, das ist ein ziemlich langsamer Weg. Und hier kann man hier einfach drüber laufen. Ja, kann man. Und dann abkürzen, naja. Aber es ist ein bisschen langweilig, dieser Weg. Da weiß ich, was davon halten soll. Okay, da könnte man noch rein und alles skippen, aber das habe ich jetzt vergeigt. Wie eine Geige. Auf der anderen Seite. Es gibt hier zwei Stadt. Oh, Mütze, wir können einfach hier chillen. Ja, aber ja und wie war dein Tag so? Gleich kommt der Fan, da musst du aufpassen. Ach, da kommt schon kein Fan. Ich habe gerade 1%. Also wir haben 70. Oh, ich bin wieder hochgeschleudert worden. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Los, Amogo. Nein. Wie viel Pech. Ja, das ist verkackt. Ich steck einfach eine Röhre fest. Step, Bro, I'm stuck. Mike, lass uns meinen Kopf. Help me, Step Bean, I'm stuck. Woo, woo! Röhrenträume. Das habe ich noch nicht gespielt, aber das haben wir schon gesehen. Egal. Ich will nochmal spielen. Warum kommt denn das Spotlight-Spiel nicht? Spotlight heißt das? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber. Habt ihr oben auch diese Leiste? Ja, diese ein Pixel-Leiste. Ja! Ja, habe ich auch. Ich dachte gerade, ich hatte ein Problem mit meinem Spiel, aber. Ja, das ist normal. Das war auch schon in Season 5 so. Alter, wie lange noch? Hi, Mützi. Okay. Ich will schaffen, bitte. Mützi, schaffe ich's noch? Weiß ich nicht. Ich bin direkt hinter dir. Ja, okay, wir sollten es eigentlich schaffen. Oh. Ja, ich häng mit dem anderen. Wir schaffen es nicht. Tut mir leid. Mützi, in Squid Game hättest du das nicht getan, oder? Nein, natürlich nicht. Mützi muss ja seine Schulden bei Genshin Impact ja zahlen. Mützi hat Small Loan of $1 million ausgegeben für ganz viele In-App-Käufe in Genshin Impact, nur um einen bestimmten Five-Star zu bekommen. Venti. Und hat ihn nicht bekommen. Und jetzt ist er in Crippling Depression und macht bei Squid Game mit. Er war verzweifelt wegen Venti und wegen den zwei neuen Mädels. Genau, und deshalb. Und die Sache ist, ich will Squid Game gewinnen, damit ich all das Geld in den Genshin Impact stecke. Du lernst Charakter. Dich von deinem Fehler und kannst deine Schulden bezahlen. Nein, du kannst weitermachen und hoffen, dass du es bekommst. Das ist die Glücksspielsucht, so schlimm ist das. Und dann, Mützi, am Ende gewinnst du
gibst das ganze Geld aus, hast ihn immer noch nicht und machst dann neues Squid Game, Alter. Beim nächsten ja. Jahr. Ich hab so, die Mütze ist so positiv gesagt, das ist die Glücksspielsucht. So richtig so. Ja, so was ist die Glücksspielsucht? Pinges. Ja. Das ist unfortunate. Das war ein richtiger Absturz. Ich enthalte mich mal dazu. Der Anstieg und Fall von Fall Guys. Woo! Versteht ihr bei Bohnen und Fallen? Das war's nochmal. So. Warte, und jetzt? Mützi. Warte, nee, ich bin noch nicht fertig, nicht hingucken. Guck mal, ich bin Mr. Krabs. I see no difference. Ey, das ist halt wirklich so ein richtig gutes Skin-Kombo. Warte, ich glaube, ich will ihn auch machen, Alter. Uns fehlt doch noch ein Minigame. Ist das irgendwie... Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Aber kann das irgendwie sein, dass ich in jedem Fall Guys-Video eine Map von den neuen nicht zeigen kann? Also genauso auch hier. Schon wieder da oben diese eine Linie Pixel. Ja, das habe ich auch. Was ist denn das? Da muss ich mal ranzoomen. Ich habe das auch rechts und links sogar. Rechts habe ich auch. Ah ja, stimmt. Links, wenn ich ja genau hinschaue. Unten aber nicht richtig angepasst wahrscheinlich. Hier. Leute, auch ganz unten habe ich ein paar gesehen an manchen Stellen. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht hinter dem Bild einfach die Map ist und dennoch die Map laden muss. Die ganzen Details und alles und deshalb da dieses Bild davor ist. Aber ja, die jetzt irgendwie hier für die Season verkackt haben, das richtig zu optimieren, dass es auch richtig groß ist. Dass es so ganz knapp noch ein bisschen zu klein ist. Und man es halt noch ein bisschen sehen kann. Das ist meine Vermutung. Ja. Danke fürs Zuhören. Tief. Ah, ja! 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 Abgezogen! Oh. Hä? Ich musste sogar noch reinsteuern. Aber wirklich, ich würde das nicht empfehlen tatsächlich, weil das dauert zu lange, bis er da endlich angekommen ist. Ich dachte, der schießt mich sofort rüber. Der hätte sich ja gelohnt, aber so nicht. Bist du hinter mir? Fast! Einer ist noch hinter mir. Vorne. Nein! Ja! Oh ja! Mein Gott. Nein! Ich hätte es schaffen können! Dieser scheiß Sackjunge! Mütze hätte es auch fast schaffen können, oh mein Gott. Hier will ich sehen. Ich hab nicht aufgepasst. Der Spieler war so unsportlich! Das muss ich aufnehmen. What the fuck? Bei mir stehst du noch am Start. Ja, bei mir fliegen alle in der Luft rum und alle stehen am Start rum. What the fuck? Das laggt. Das laggt. What the fuck? Ja, du stehst bei mir auch noch am Start. Dein Internet laggt, glaube ich. Das muss ich aufnehmen und ins Video packen als Bonus. What the fuck? Du hast gerade gesagt, der fliegt. Ich dachte, hier kurz ist ein Hacker. Ja, aber bei mir fliegen alle! Ich kann mich nicht bewegen! Ja, dein Internet, dein wahrscheinlich Verbindung verloren zum Server. Das sieht so dumm aus.